ein absoluter Profi mit ganz, ganz vielen Erfahrungen und da bescheiden im Umgang und gleichzeitig aber mit einer Ehrlichkeit ausgestattet, die ein Gesamtbild ergeben, wo du zweimal die Champions League, wo du als einziger Trainer einer großen Ära das Triple gewonnen hast bei Bayern. Das sind Fähigkeiten, die im Zusammenhang einfach unbezahlbar sind und darauf hat Bayern jetzt zurückgegriffen und deshalb ist es auch nur, ja, ein Risiko ist es überhaupt nicht. Jupp Heynckes ist viel zu dynamisch und viel zu jung, um nicht große Aufgaben, natürlich zeitbegrenzt, nochmal angehen zu können und lösen zu können, weil ich glaube, es ist ein Lebensgefühl. Jupp Heynckes ist sich dem irgendwo nochmal bewusst, dass er jung, rüstig und dynamisch genug ist und die Zahl des Alters nicht in Verbindung zu seinen Gefühlen stehen kann. Und davor habe ich großen Respekt und es ist eine neue Herausforderung. Und jung schaut es ja sowieso aus, das haben wir festgestellt. Um ehrlich zu sein, als wäre er nie weg gewesen. Er sieht gut aus, er sieht erholt aus. Er war exzellent und ich bin davon überzeugt, dass das eine sehr gute Geschichte wird und Bayern jetzt erst zur Ruhe, dann ein Aufbruch, der jetzt entstehen wird und sie werden zur alten Leistungsstärke zurückführen und mit dem FC Bayern wird in dieser Saison noch zu rechnen sein, aber richtig. Der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Absolut die 100% richtige Entscheidung. Respektvoll, mit Dankbarkeit, auch von meiner Seite, in der Zeit ausgestattet, weil, wenn wir beim Fußball sind, für mein Leben als Spieler, Trainer, Sportdirektor im Verband und beim FC Bayern gearbeitet haben zu dürfen, den Ball rund macht. Und das macht mich glücklich und happy und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar, an der Seite jemanden gehabt zu haben, der dann mich natürlich auch mal ertragen musste. Es zeugt von Größe, von Souveränität und auch von Ehrlichkeit und dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, weil wir natürlich alle das spüren können, dass das ganz kleine Bausteine sind, die dazu führen, dass manchmal so ein starkes Gebilde etwas ins Wanken gerät. Und deshalb ist das die Grundlage für diesen Verein. Und das sehe ich sehr positiv. Aber es ist immer noch die Mannschaft, die auf dem Spielfeld ist, die Mannschaft, die täglich trainiert, die Mannschaft, die es leben muss, im Zusammenhang mit dem Trainer und dem gesamten Staff. Und das ist das Gesicht des FC Bayern. Und ein gut harmonisiertes Verhältnis zwischen Uli und Kalle wird aber keinen Zusatzpunkt bringen, das ist auch klar.